Ja, grüß Gott, Frau Skofitscher, spricht Dr. Kuschier. Ja, mal danke für den Rückruf. Ja. Frau Dr. Kuschier, Sie sind jetzt bei uns auf Karenzurlaub, gell? Ja. Noch ja. Bis September 2023. Ja. Und jetzt hat es ja einen offenen Brief gegeben an den Ärztekammerpräsidenten. Ja. Und dieser offene Brief also wurde an das Bildungsministerium weitergeleitet, vom Bildungsministerium weiter zu uns weitergeleitet, ja. Zur Durchsicht, ob da bei uns ein Schularzt dabei ist. Und da ist Ihr Name aufgeschieden. Ja. Mhm. Jetzt ist es nur mein, ob das korrekt ist, also dass Sie da das... Ist es korrekt? Ja, das stimmt. Ist korrekt. Und jetzt sind wir ersucht worden, also die Dienstverhältnisse mit jenen Schulärzten eben aufzulösen. Aha. Und jetzt Frau Dr. Kuschier... Und wer hat das ersucht, wenn ich fragen darf? Wer hat das ersucht? Also das geht über die Ärztekammer. Über die Ärztekammer. Ärztekammer Österreich oder Ärztekammer Kärnten? Österreich. An den, die der Brief gerichtet war. Mhm. Ja, die haben das eben das Ministerium eben ersucht, ob da eben Schulärzte dabei sind und die Dienstverhältnisse mit diesen Schulärzten sind zu lösen. Jetzt, Frau Dr. Kuschier, mein Chef hat gemeint, ich weiß es nicht, am besten wäre es, wenn wir das Dienstverhältnis einvernehmlich lösen. Ja, also das möchte ich jetzt deswegen nicht. Also ich habe mir insgeheim schon gedacht, dass ich wahrscheinlich nicht mehr in die Schule zurückkommen werde, weil ich mir das ja gar nicht vorstellen kann, da weiterzuarbeiten mit den Schülern, wenn denn vielleicht gezwungen wäre, noch Kinder zu impfen, Jugendliche zu impfen. Das würde ich ja sowieso nicht machen. Aber ich möchte das Dienstverhältnis deswegen nicht lösen, weil es für mich jetzt mittlerweile nicht mehr nur um diese um die Impfung geht, das an sich schon ein eigenes Thema ist, ein eigenes komplexes Thema, wo ich auch sehr dagegen bin und auch in der Praxis sehr, sehr viele Patienten haben mit Nebenwirkungen und ich nicht die einzige Ärztin bin, die das beobachtet und wir werden ja auch immer mehr, es melden sich immer mehr Ärzte, die eigentlich da dasselbe berichten und versuchen dagegen etwas zu unternehmen, aber es geht mir jetzt auch schon um das Politische, es geht mir einfach auch schon darum, dass einfach ein Arzt nicht mehr seine Meinung sagen darf, ohne dass er massiv unter Druck gesetzt wird. Mhm. Und um das geht es mir eigentlich. Und deswegen möchte ich eigentlich für diese Schularztstelle kämpfen. Und ich weiß nicht, was man da machen kann. Ich werde meinen Anwalt anrufen. Frau Dr. Kuschier, ich würde Sie noch nur bitten, also, dass Sie eine Sachverhaltsdarstellung also an die Bildungsdirektion hereinschicken. Ja. Als Sie Unterzeichnerin dieses offenen Briefes waren, dann können Sie eben Ihre Begründung eben anführen. Ja, sehr gerne. Aber es wird nachher keine einvernehmliche Lösung sein, sondern es wird nach einer Entlassung kommen. Und wer hat Ihnen das gesagt? Wer hat das wirklich gesagt, dass Sie entlassen also werde? Die Ärztekammer Kärnten, aber ich bin ja bei der Bildungsdirektion angestellt. Wie kann mir die Ärztekammer... Das schon, aber die Ärztekammer hat das Bildungsministerium eben ersucht, die Dienstverhältnisse mit den Schulärzten aufzulösen, die nicht wissenschaftliche Meinungen vertreten. Frau Skofitsch, aber was sagen Sie dazu? Das kann ja eigentlich überhaupt nicht korrekt sein. Es kann ja nicht sein, dass die Ärztekammer also da über die Bildungsdirektion so einen Druck ausübt, dass Ärzte nicht mehr eine eigene Meinung haben dürfen. Ich meine, mir ist schon klar, ich bin jetzt 2 Jahre in Karenz, Bildungskarenz, ich weiß, wenn ich zurückkomme und es wird geimpft, dann weiß ich, das wäre meine Aufgabe, würde ich dann natürlich nicht machen. Aber also ich würde sowieso dann nicht mehr zurückkommen, wenn das in 2 Jahren immer noch so wäre, dass wir Kinder impfen müssen und Jugendliche. Allerdings kann das nicht sein, dass die Ärztekammer mich kündigt. Es kann nicht sein. Nein, nicht die Ärztekammer. Die Ärztekammer kündigt sie nicht. Ja. Die Ärztekammer ist an das Bildungsministerium herangetreten und hat gesagt, dass man Verträge mit Ärzten, mit Schulärzten nicht aufrechterhalten kann, die so eine Meinung vertreten. Okay, aber das ist dann eigentlich schon, ein Meinungsdiktat dann von der Ärztekammer und das kann man vielleicht schon dann doch irgendwie rechtlich anfechten. Frau Skofitsch, ich wollte nur sagen, ich habe
meine Assistentin gebeten, weil ich natürlich schon geahnt habe, es wird so ein Anruf auf mich zukommen, das Gespräch aufzunehmen. Ich wollte Ihnen nur gleich sagen, ja. Okay. Ja. Nein, ja. Ich sage nur, ich brauche von Ihnen jetzt nur eine Stellungnahme. Ja, ich schreibe gerne eine Stellungnahme, selbstverständlich. Also, dass Sie das unterschrieben haben und Ihre Beweggründe. Ja, selbstverständlich. Jawohl. Werde ich machen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Gerne. Wiederhören.